Leute, hier ist wieder euer Micha. Es gibt was Neues. Wir haben heute den 3.1.2024 und am 4.12.23 habe ich es vorgestellt als sogenannte Testausgabe. Und was ist passiert? Jetzt kommt die Graf Zeppelin. Ja, schaut mal. So, da ist die Graf Zeppelin. Ein Mythos erwacht zum Leben. Und das Ganze ist im Maßstab 1 zu 200, Länge 131 cm, Breite 19 cm, Höhe 30 cm und 8 Kilo schwer, der ganze Apparatus, sage ich mal so. Ja, und zwar sehen wir hier wieder eine Arado drin mit Propeller, die dann entsprechend funktioniert. Hier haben wir auch noch gleichzeitig noch, nee, hier, da, da. Kann man nicht sehen, doch hier ist es, ja. Da haben wir noch ein Akku, wo die Arado drauf gestellt werden kann. Und da kann man dann auch den sehen, wie der Propeller dann funktioniert. Funktioniert ganz gut, habe ich schon mal im Video vorgestellt gehabt. Und ja, nochmal die Rückseite hier. Die Graf Zeppelin könnt ihr auch in meinem Shop bekommen. Das werde ich euch unten drunter verlinken. Und ja. Seid gespannt, wie es weitergeht. Ich werde die Arado noch, Quatsch, die Arado, ja doch, die Arado und das Stück hier, die erste Ausgabe, meine Runde vorstellen und zeige euch das dann, wie das alles funktioniert, wie groß das ganze Teil ist hier. So, ja, das soll es auch schon gewesen sein. Eine kurze Vorstellung des Flugzeugträgers vom Graf Zeppelin gemacht, der einzige Flugzeugträger, der je in Deutschland gebaut wurde, beziehungsweise noch nicht mal fertig gebaut wurde. Das Projekt wurde ja früher abgebrochen, zwangsläufig, aber mal sehen, vielleicht kann man da auch so ein paar Geschichten draus machen und ein paar Informationen rausbringen über die Graf Zeppelin. Ja, wie gesagt, könnt ihr in meinem Shop bekommen, schaut unter den Shop, in meinem Shop unter www.daspartworkhaus.com rein. Da könnt ihr den bekommen, könnt ihn bestellen und dann wird er auch schon entsprechend schnell und zügig geliefert. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Habt vielen Dank fürs Zuschauen, schaut bei meinen anderen Projekten mit rein und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, euer Micha.